So, jetzt wo wir die Gänge ausreichend gesichert sind, wird es Zeit, unsere Stadt eigentlich richtig zu sichern. Unser schöner Landsitz bedarf auch ein paar Verteidigungsmaßnahmen. Ausbau vollbracht. Ja, ist gut. Ja, ja. Ich dachte schon, das spawnt jetzt irgendwas, aber das war nur die Taverne. Und ebenso vom Süden aus hier unsere Burg auch. Wir sind ganz paranoid unterwegs. Aber das müssen wir auch sein. Wenn der Gegner von dieser Seite aus angreifen sollte, muss er durch die ganze Stadt kämpfen. Dafür braucht er eine ganze Weile. Denn wir wissen ja, die KI kennt keine Gefangenen. Die greift einfach alles an, was in den Weg kommt. Wir werden vermutlich auch entlang dieser Reihe dann noch ein paar Kanonentürme hinsetzen, um die noch weiter zu verlangsamen. Ich hab getan, was ihr wollt. Wir machen das ganz, die ganze Nummer so sicher, wie es irgendwie möglich ist. Und wir brauchen mehr Belagungskanonen. Und mehr Holz. Wir sollten ein bisschen Holz kaufen. Irgendwie haben wir da ein bisschen Verschleiß gerade. Wir kaufen so für 6.000 Taler Holz. Ja. Aber gern. Diese Türme müssen noch nicht direkt. Zuerst lieber die Türme, die in der Nähe vom Landsitz sind. Die haben höhere Priorität. Eine Belagungskanone geht noch. Sogar zwei. Und die bauen wir dann auch. Komplett. Haben wir sechs Belagungskanonen. Gut, was wir beschießen, das ist weg. Das ist klar. Problem ist nur, dass die Teile so langsam sind. Ja. Ihr könnt noch mithelfen beim Turmbau. Es ist Zahltag. Ausbau fertig. So, den Dieb verstecken wir irgendwo. Direkt die nächste Kanone hinterher. Dafür sind wir genau die richtigen. Dann gehen wir übers Bevölkerungslimit mit 2, aber das passt schon. Na gut. Ausbau vollbracht. Ich habe das Gefühl, dass wir allmählich sicher sein werden. Ich habe getan, was ihr wolltet. Ausbau abgeschlossen. Aber gern. Na gut. Oder relativ sicher. Hallo Armee 4. Ausbau fertig. Wir kümmern uns darum. Da Kanonen immer sehr lange brauchen, sollten wir die immer zuerst losschicken. Ausbau fertig. Die Reiterei ist für den Konterangriff gedacht, deswegen kommt die hier so in diese Reihe. Die Schützen sind die generell immer die Verteidigungslage, weil die halt bewegende Ziele treffen können. Die Scharfschützen direkt bei den Kanonen. Vermutlich kommt der Gegner mit Kanonen und macht es einfach weg. Und Gruppe 0 beginnt mit dem Bau der Brücke. Sobald wir noch einmal gespeichert haben. Eure Siedler werden gesegnet. Unsere Türme ausbauen. So, ich habe das Gefühl, wir dürften der Sicherheit so nahe kommen, wie wir es irgendwie schaffen dürfen könnten. Also kommt hier noch ein Pavillon neben unserer Bude. Zahltag. Ein Zugbrunnen dahin, weil der ganz ästhetisch ansprechend ist.
Und Dario war auch in dieser Villa. Einfach mal so. Das Gebäude ist ausgebaut. Fertig, Meister. Ich glaub, Gruppe 0. Zur Seite. Warum gucken wir eigentlich auf die anderen Seite dieser Brücke? Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Fertig. Den Architekten reißen wir jetzt ab. Das ist Wucher. Unverschämtheit. So hohe Steuern habe ich mein Lebtag noch nicht zahlen müssen. Das ist Ausbeutung. Eure Priester segnen die Bewohner der Stadt. Eine Reiterstatue in der Nähe vom Stall. Muss sein. Da geht's schon los. Oh nein. Eine Armee von schweren Reitern gegen die... Von wo kommt die? Von da. Von Süden aus. Und die Banditen von Norden. Wir hätten doch die südliche Brücke nehmen müssen. Verdammt. Aber gut, wir sind in keiner so schlechten Verteidigungslage. Wir müssen nur irgendwie herausfinden, von wo die überhaupt alle kommen. Nein, nein, nicht die Reiter. Schützen. Kanone. Wo kommen die Reiter her? Unsere Reiter sollten sich ein bisschen zurückhalten. Wo ist der Kunchi? Ah, da steht noch. Guck du da hin. Gut, wir warten erstmal. Ich habe das Gefühl, die haben eine ganze Menge Truppen angesammelt in der Zeit. Und es könnte eine Weile dauern, bis die alle tot sind. Lassen wir die Leute einmal beten und schicken Pilgrim auf die Brücke, damit er ein bisschen kämpft. Der faule Sack. Euer Dorf wird angegriffen. So, du bist unser aktiver Kundschafter, mein Freund. Du bist Gruppe 5 im Alleingang. Mit Vergnügen. Komm angetanzt. Oh nein, Pilgrim! Ich hab dir gesagt, du sollst eingreifen, aber es ist nicht, dass du auf der anderen Seite der Brücke stehen sollst, du dämlicher Idiot. Versteh was davon. Jawohl! Ja? Pilgrim ist am Ende seiner. Okay, Pilgrim liegt da einfach wie so ein nasser Sack. Wir warten erstmal, bis die Lage entwickelt. Bewegen unsere Kanonen noch ein Stückchen weiter nach vorne. Wir sind in keiner allzu schlechten Lage gerade. Zumindest, solange wir uns nur verteidigen wollen. In Ordnung. Auf in den Kampf. Ich zeige euch den Weg. Wir hatten einen Handel. Keine Ahnung, beten. Und Steuern wir auf normal setzen, während wir uns gerade mit dem Krieg befassen. Alter, wie viele denn noch kommen? Sag bitte nicht, die spawnen in irgendeinem beschissenen Zelt. Wenn ja, dann ist unser Dieb vermutlich wirklich unsere beste Chance, das Ganze hinzukriegen. Unsere Gegner scheinen momentan zum größten Teil unseren Gebäuden interessiert zu sein. Das ist uns ganz recht. So, die kommen aus dieser Richtung hier. Vielleicht wird diese Brücke ein Fehler. Weil die direkteste Lösung. Und ich könnte Opfer einer Fehlannahme gewesen sein.
Und hier auf der anderen Seite der Brücke sammelt sich so ein komischer Fropf an, der uns stören wird, wenn wir die Brücke überqueren wollen. Wir hoffen gerade einfach darauf, dass die... No, Moment mal. Gegner mit Erfahrung, die spawnen doch irgendwo. Wie kriegen wir jetzt einen Dieb lebendig dadurch? Die Frage aller Fragen. Kommt ja nicht auf die Idee, die Schuld mir nicht gut zu schieben. Kanon, nenn das da hinten, Tabeschuss. Ich habe damit nichts zu tun, ich war gar nicht da. Ich war gestern nämlich bei dieser netten... Diese Ansammlung da, die muss weg. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Angriff. Feuer. Na also. Wir brauchen nur eine Lücke für unseren Dieb. Wenn er da durchkommt, dann sind wir in einer guten Situation. Bogenschützen, kümmert euch um diese Reiter. Jetzt könnt ihr zeigen, was ihr gelernt habt. Euer Dorf steht unter Beschuss. Ja, ein paar Kratzer in unseren Türmen machen uns nicht das Größte aus. Attacke! Wir müssen uns irgendwie befreien von diesen Leuten, die auf der anderen Seite dieser Brücke stehen geblieben sind. Denn die verhindern einfach, dass wir einen Dieb da durchschicken. Auf in den Kampf! Unsere Kanonen und Scharfschützen kümmern sich schon um alles, was die Brücke überquert bekommt. Die dürfen einfach keine Wachposten da stehen. Was ist das für eine Ketzerei? Geht ihr da weg? Und gehst du mal von der Brücke runter, mein Freund. Pilgrim könnte die weglocken. Wir gehört, dass wir Pilgrim opfern müssten, aber der ist gerade sowieso recht nutzlos. Fange ich mit allem, was wir unserer Armee aufbieten dürfen. Oder wir schicken einmal kurz unsere schweren Reiter darüber, um einen kleinen Vorstoß durchzuführen. Und wenn die das geschafft haben, können die sich wieder zurückziehen und unseren Dieb rübergelassen haben. Dann müssen wir unseren Dieb irgendwie dahin bewegen, herausfinden, wo die Basis ist und die wegsprengen. So machen wir das. Quick Save. Wir werden mehrere Anläufe brauchen, was unseren Dieb angeht, aber vorwärts! So, wir unterstützen das Ganze natürlich mit dem Scharfschützenfeuer und dem Bogenschützenfeuer. Während die Kanonen auch nochmal mit reinhalten. Alles reinhalten gerade. Und Dieb versucht sich durchzukämpfen. Oder durchzuschleichen. Für euch doch immer. Sofort. Ja. Seid unbesorgt. So, einfach die Reiterhorde durchjagen. Wir ziehen die dann gleich wieder zurück, sobald es geht. Alle Rohstoffe sind weg. Fünf. Ne, Dieb, wo ist der Dieb? Für euch doch immer. Komm, Dieb. Follow my moves and sneak around. Ja. Für euch doch immer. Mache ich. Nein, Dieb, nicht! Für euch doch immer. Er ist in die Fronten geraten und gestorben. Quick load. Gut. Wir müssen das noch unter anderen Umständen nochmal versuchen. Diese Leute, die sich auf der anderen Seite einbunkern. So lästig. Wer macht denn sowas? Wer bekennt denn bitte die eine Seite einer Brücke? Niemand würde sowas jemals machen, der von bei klarem Verstand ist. Wie kriegen wir die da weg? Ein bisschen beten. Vielleicht klappt das ja. Ihr werdet angegriffen.
Moment mal, alle Rohstoffe sind weg. Was labert ihr da gerade? Gruppe 8 ist noch am Arbeiten. Gruppe 7 ist noch am Arbeiten. Gruppe 6 hat den Schwefel weggehackt. Gut, hier gibt's noch welchen. Aber so viel brauchen wir gar nicht. Wir brauchen vermutlich... Ach komm, den Schwefel hacken. In schlechten Zeiten könnt ihr im Menü eines Arbeitergebäudes Überstunden anordnen. Beachtet jedoch, dass ihr diesen Moment wieder deaktivieren müsst und dass eure Siedler über die zusätzliche Arbeit ist, eure Priester segnen. Ich überlege gerade, ob wir in der Theorie einfach bei diversen Gebäuden Überstunden anordnen können und das Ganze mit der Kathedrale noch aus. Bleibt runter von der Brücke. Das ist der erste unserer Typen ist gestorben. Komm zurück. Okay, alles, was diese Brücke betritt, wird angegriffen. Das verstehen wir jetzt also. Wo ist eigentlich Kundschafter 5? Wo ist dann der andere Kundschafter? Warum guckst du nicht dahin, wo du hingucken sollst? Wir müssen diesen Fropf loswerden, verdammt. Kanonen! Haltet da ein bisschen rein, da hinten. Wir werden siegen. Jetzt ist... Okay, wir machen das so. Wir sprengen mit den Kanonen ein Loch in deren Verteidigungsanlagen. Oder Verteidigungsreihen. Schützen. Bleibt runter von der Brücke. Und dann jagen wir unsere Reiter drüber. Bis in den Tod. Auf in den Kampf. Alles, was die Brücke überqueren will, wird von unseren Schützen beseitigt. Die Kanonen sorgen dafür, dass sie auf der anderen Seite nicht stehen bleibt. Lehrt sie das für. Jetzt müssen die Reiter rüber. Ja, mein Herr. Dafür sind wir genau. Egal was es kostet, ihr müsst die andere Seite dieser Brücke erreichen. Jawohl. Der Dieb muss durch. Bis in den Tod. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Das kann natürlich erst, sobald niemand mehr auf der Brücke steht, der gegen ankämpft. Jetzt greift alles zwar alles an. Hallo Pilgrim, du kämpfst mit. Reiter, kämpft das alles nieder. Dieb? Okay, Dieb ist durch. Dieb wurde gesehen. Reiter, die Gruppe angreifen. Sofort, aber sicher. Mit Vergnügen. Sofort. Gut, Dieb dürfte durch sein. Quick Save. Oh nein, die Reiter greifen gerade unseren Dieb an. Die haben den gesehen. Mit Vergnügen. Reiter, greift die Truppe an. So, Dieb ist durch. Reiter, ihr habt alles getan, was ihr gut tun konntet. Zurückziehen. Pilgrim, du bist egal. Schützen, Platz machen. Kanonen, Platz machen. Bogenschützen, ebenfalls Platz machen. Unsere Reiter müssen durch. Jetzt ist also eine Frage dafür, dass wir diesen Dieb irgendwie am Leben halten. Denn es ist sehr teuer, einen weiteren drüber zu schicken. So, wir haben zwei Reitertrupps verloren. Ihr werdet angegriffen. Wir suchen jetzt die feindliche Basis und schauen, wo die ganzen Leute rausgespawnt kommen. Mit Vergnügen. Sprengen das Teil dann weg. Gerne. Mache ich. Gerne. Und dann geht das. Hallo Armee 1. So, wer von euch ist angekratzt? Der da zum Beispiel. Der da zum Beispiel. Ich könnte schwören, ich habe gerade eine Elfe gesehen. Dort oben im Baum. So, Scharfschützen sind in gutem Zustand. Die Kanone ist ein bisschen angekratzt, das geht aber schon. Feinde greifen eure Häuser an. Gruppe 0. Ich würde vorschlagen, dass ihr die Türme ein bisschen repariert. Ja. Quick Save. Ganz vorsichtig. Jetzt alle vier Sekunden. Dieser Dieb muss sein Ziel erreichen. Wir müssen die feindliche Basis finden und zerstören. Sofort. Ja. Aber sicher.
Mit Vergnügen. Das ist eine der Dinge, die wir gelernt haben. Wenn wir es mit ewig spawnenden Gegnern zu tun haben. Gerne. Ich bin fertig hier. Kann ich jetzt Feierabend machen? Einfach die Spawn-Quelle finden und zerstören.